So, hier bin ich wieder. Tanks voll aufgefüllt und neuen Leben. Jetzt wird das ja wohl hinhauen. Dass ich mich da so verschätzen würde, hätte ich echt nicht gedacht. Naja. Einfach nochmal probieren. Davon darf ich mir jetzt die Stimmung nicht verhageln lassen. Doch nicht wegen sowas. So, mal wieder die übliche Runde. Ist ja im Prinzip egal. Was hat mich denn da gerade erwischt? So ein Brösel. So ein Miniteil. Ach ja, so nebenbei. Wenn der sich hier so voll sagt, man hat es gerade ein bisschen gesehen, der wird größer. Und wenn der genug gefressen hat, ja, dann ist er ungefähr doppelt so groß wie jetzt. Und dann geht er auch kaputt, aber das dauert ziemlich lange. Ach, nerv mich nicht weiter. So, erster Gegner tot, keine Probleme. Nee, also der Level hier, Wahnsinn. So, jetzt bitte nicht rutschen, genau. So. Nächster, das war Wire Sponge, ne? Ja. Diese Unverwundbarkeitszeit von den Gegnern ist schon nervig. Ja, der war blöd, ich weiß. Ah ja, und die. Zu der Sache vorhin wegen dem Leben. Zur Sammlung komme ich gleich noch. Ich glaube, vorhin habe ich es nicht ganz fertig erzählen können. So, ist der auch hinüber. Ja. Folgendes, ich wollte vorher schon ein paar Leben sammeln in Wheelgators Level, und zwar ganz am Anfang, bei diesem komischen Objekt, wo die Vögel rauskommen, und habe halt die ganze Zeit wieder diese Vögel getötet, und habe darauf gewartet, dass eben Leben rausfallen. Naja, aus der Aktion habe ich zwei Informationen ziehen können. Die eine, es ist sehr selten, dass Leben aus diesen Viechern herauskommen. Und dass dieser Tageszeitwechsel von Tag zu Nacht nicht davon abhängt, wie weit man im Level ist. War eine tolle Erkenntnis. Da kann man sich in etwa vorstellen, wie lange ich daran gesessen habe. Bis es mir dann doch irgendwann zu blöd wurde. Nein, mein Lieber. Heute nicht. Also manchmal habe ich echt das Gefühl, dass dieses Spiel immer erst so ein bisschen darauf wartet, bis ich mich aufrege.
oder so mehr oder weniger aufrege. Und dann wird's langsam. Dann wird's langsam. Aber ich schätze mal, das wissen auch viele andere Spieler, dass immer erst klappt, wenn man sich aufgeregt hat. Aber naja. So, nächste. Kommt aus dem Nix dahergesprungen. Ja, wieder die alte Taktik. Ja, klappt ja auch wunderbar, ne? Zur Info, wenn man ihn mit Bubble Crabs Waffe besiegt, dann macht er immer diesen Angriff, den er gerade gemacht hat, mit diesem Flamme nach unten werfen, Flamme nach oben werfen. Macht er dann immer wieder. Jedes Mal, wenn man ihn getroffen hat. Ob der seine Flammenfarbe jetzt wieder geändert hat, weiß ich nicht. Normalerweise färbt er sich dann nach einer gewissen Anzahl von Schüssen, ich glaube grün war es. Ich schätze mal, dass diese Flammenfärbung quasi bedeuten soll, dass er schneller wird oder sowas. Oder wütender, je nachdem, wie man es halt nennen will. Wie schnell die Gegner jetzt auf einmal gehen. Naja, hätte ich nicht sagen dürfen. Nicht vor diesem Gegner. Na, wo kommt er denn? Ich hasse es, wenn er da oben erscheint. Ich wollte ja gerade schon sagen, dieses Mal hat er mich mit dem Gift nicht erwischt. Ja. Ja, nächstes Gift. Aber nein, diesmal nicht für so lange. Wie das plötzlich läuft? Unglaublich. Ja, ich wiederhole mich. Aber selbst der Gegner, wo ich mir jetzt gedacht habe, ja toll, wahrscheinlich verlierst du jetzt hier dein erstes Leben. Selbst der ist jetzt verhältnismäßig gut gegangen. Der hier auch mit kleinerem Raum. Mal sehen, wie es läuft. Aber ich finde es toll, dass man hier die Gegner tatsächlich mit beiden Schüssen treffen kann. Einzig Schlechte dabei. Ah. Ja. Da.
Ja, wenn man hier zwischen den Schüssen irgendwie durchspringen kann, kann man sich doch einen ziemlich guten Vorteil herausholen. Na, perfekt. Sagt er und wird getroffen. Das war ja übel gerade. Noch schnell wegdrehen, bevor er explodiert. Da könnten die Teile da oben jetzt sogar schon für eine Vollheilung reichen. Mal sehen. So, ja, die letzten zwei Gegner. Der eine wird definitiv nervig, der andere. Jetzt machen wir erstmal den einen. Auch hier gibt es eine Änderung am Raum. Man sieht, das Gebiet ist etwas bergiger als sonst. Bei dem Angriff wundere ich mich immer wieder. Er ist eigentlich so simpel von der Form her. Und trotzdem trifft er mich so oft damit. Na komm. Ach, lass mir ihn noch mal hinten rumlaufen. Und auch der Gegner hat relativ schnell das Zeitliche gesegnet. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber es ist, wie ich es vorhin gesagt habe, man muss sich erstmal aufregen und dann sage ich, kann es funktionieren. So, na gut, den letzten sollten wir jetzt noch hinkriegen. Klar, wer es ist, Will Gator. Bei ihm hier weiß ich jetzt nicht, was sich verändert hat. Ach, geh einfach drauf. So. Jetzt haben wir die Great Eight auch erledigt. Und jetzt geht alles kaputt. It has been a while, Mega Man X. What? Sigma? It seems that the X Hunters have failed, but don't worry. I have arranged for some new toys for you to play with. Ja. Weiß ich schon, was da jetzt an mich zukommt. Ja gut, ich werde den einen Energietank jetzt wieder auffüllen. Ich mache hier einen Schnitt. Schau mal, wie lang die Aufnahmen bis jetzt sind. Abhängig davon werde ich dann die nächste Folge auch noch hochladen. Also das heute mal drei werden. Und ich hoffe, dass die dritte Aufnahme eine gute wird. Ja. Auf jeden Fall geht's entweder gleich weiter oder morgen. Sehe ich ja dann. Ich überprüfe jetzt mal die Aufnahme, fülle den Tank wieder auf und dann geht's weiter.
Also Leute, bis dann.